So, schwarzer Bildschirm, aber wir starten Detroit Become Human, bei dem wir ja letztes Mal. Wir brauchen aber noch Live-Dings, ne? Ja, Ja. kriegt ihr ja auch. Ich muss das ja erstmal. Es muss ja Drängel, erstmal Drängel. starten. So, jetzt läuft's. Hey. So, zack. So, und damit nochmal. Willkommen bei Detroit Become Human. Und ja, guckt es euch an. Ist weg. Beim letzten Mal haben wir ja unsere Androidin, die uns durch das Spiel geführt hat, die Freiheit geschenkt. Und ich fand das im Grunde ja auch angemessen. Ich meine, die Androiden haben ihre Freiheit alle bekommen. Es wäre falsch gewesen, jetzt zu sagen, nein, du bleibst aber hier. Sondern nein, sie hat damit auch die Freiheit, zu gehen, zu kommen, wie sie will. Vielleicht kommt sie ja nochmal wieder. Vielleicht denkt sie sich ja, okay, das war nett, dass du mich freigelassen hast. Ich bin dann mal wieder da. Ansonsten müssen wir jetzt hier ganz einsam durchs Spiel. Ja, beim letzten Mal ging es ja nicht ganz so zufriedenstellend aus für uns, weil ja leider Clara und Alice es nicht überlebt haben. Und das wollen wir dieses Mal natürlich nicht. Dieses Mal werden wir das auf jeden Fall zu verhindern wissen. Hoffen, wir wissen das alles noch. Ja, also ich weiß bestimmte Spezial Schlüsselszenen. behalten, das ist schon mal das Erste. Genau, ja, vor allem diesmal wollten wir ja auch, das waren ja das letzte Mal sehr auf Da, wir werden mal Pazifistin. kriegerisch, ja, genau. Das Genau, machen wir diesmal schon. gibt es mal ein bisschen Action. Genau, das machen wir auf jeden Fall auch. Also ich denke, dass die meisten, die das Spiel spielen, am Anfang die Lösung wählen, friedlich das zu machen. Aber ich glaube, jeder möchte auch wissen, was passiert, wenn man denn ein bisschen aggressiver vorgeht. Und das machen wir auch. Aber was wir auch auf jeden Fall tun, ist alles dafür tun, dass alle überleben, die. Ja, je. Ja, garantieren können wir es natürlich nicht. Gerade wenn wir neue Wege gehen, wissen wir natürlich wieder nicht, wo es dann hinführt. Aber wir schauen mal. So, und lange Rede, kurzer Sinn. Also, wir starten einen zweiten Durchgang. Neue Geschichte, oder? Detroit Become Human, deshalb neue Geschichte. Wollte ich Ich ja habe ja auch. ein bisschen Angst, wie der Hank reagiert, ne? Wenn wir nicht auf nett machen, sondern. Bei Hank können wir ja theoretisch relativ frühzeitig den Abweichler machen. Also wir können da sehr, sehr früh eigentlich menschlich entscheiden mit ihm und dann mal sehen, wie das ausgeht. Dann würde es, glaube ich, sogar für Hank ja eher positiv Ja, einfacher, genau. sein. Genau. Das wäre mal so eine. So, wir gehen damit in die neue Geschichte. Jetzt haben wir euch alles gesagt, was wir vorhaben. Ihr braucht eigentlich fast gar nicht mehr gucken. So, die Kontrollpunkte werden ersetzt, ja. Damit muss man rechnen. Ne? Loading, loading, ding, ding. Hallo. Da bist du ja wieder. Liberty. War ja wahrscheinlich auch kein Zufall, dass bei der Münze das Liberty jetzt direkt so eingeblendet Vermittler vor Ort. Wiederhole. Vermittler ist jetzt vor Ort. Das sind dann so Details, die man jetzt vielleicht erst beim zweiten Durchgang Ja, bemerkt. stimmt. Ja, das ist die Family, deren Tochter gerade in einer misslichen Situation steckt. Machen können wir da ja eh nichts, aber wir wollten es mal gesehen haben. Mal die Es soll wohl aufmachen. eine Möglichkeit geben. Ich hörte was, dass wohl eventuell vielleicht noch sich eine andere Möglichkeit ergibt, wenn wir den Fisch nicht retten. Ich weiß es aber nicht, aber wir lassen ihn einfach mal liegen. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, das ist das geringste Opfer, was wir hier Noch keine bringen. 2 Minuten gespielt und schon getroffen. Bitte, bitte, Naja, atmen doch Sie eine meine Kreatur. Kleine. Was? Toter Fisch. Sie schicken einen Androiden? Frau Kilmer, wir Das müssen jetzt gehen. können Sie doch nicht machen. Sie, warum schicken Sie keinen echten Menschen? Lassen Sie das Ding nicht zu mir! Ohne das Ding und
wird auch etwas häufiger die Scan-Ansicht benutzen. Ja, damit wir alles sehen, was wir machen können. Muss genau. Weitergehen. Genau. Ja. Also das ist der, nee. Doch, das ist der Typ, ne, der Chef, wo wir hin sollen. Ne? Ja. Ich glaube, was anderes lässt man uns ja am Anfang eh nicht machen. Ja. Wir müssen ja zu dem. Fuck. Nicht zu fassen. Captain Allen, ich heiße Connor. Ich bin der Android, den Cyberlife geschickt hat. Er feuert auf alles, was sich bewegt. Er hat schon zwei meiner Männer erschossen. Wir können ihn ausschalten. Sie sind am Rand der Terrasse. Wenn er fällt, fällt auch sie. So, wir machen mal... Deaktivierungscode haben wir, glaube ich, noch nicht gefragt. Ja, genau. Ach so. Haben Sie eine Deaktivierung versucht? Gleich als erstes. Gut. Verhalten? Hat er sich zuvor schon einmal merkwürdig verhalten? Hör zu. Dieses Kind ist jetzt alles, was zählt. Also kümmere dich um den scheiß Androiden. Oder ich werde es tun. Ja, mach doch. Echt? So, reingucken. Wir analysieren. Ja, nur einen grünen Ringel um mein Mikro. Immer wenn ich streame. Hm. Bin des Streams. Ja, aber macht doch nichts. Scheint ja nichts weit zu passieren. Nimm die Waffe des Vaters. Mehr gab es ja hier nicht. Ja. %51, ja, damit haben wir doch schon eine hohe Erfolgswahrscheinlichkeit. Was haben wir da? Schickes Bad. Ja. Aber scheint ihn nicht näher zu interessieren. Das Zimmer des Opfers, wo ist das? Das Kinderzimmer, ne? Das war, glaube ich, hier, ne? Ja. Ja. So, da sehen wir zwei Sachen. Zwei Sachen. Genau, Kind hörte keine Schüsse. Das hat man letztes Mal nicht, ne? Nee. Doch. Echt? Ja. Ich kann mich nicht erinnern. Nö, ich auch nicht. Hast du geträumt, Lexi? Nein. Wäre dann aber ein interessanter Traum, wenn du das genauso geträumt hättest. Vielleicht haben wir das ja auch in unserem Demo-Ding gehabt. Demo-Ding? Ich habe jetzt Demo gespielt. Ach so, ach ja, stimmt ja. Ja, vielleicht hat man das da. Da sind einige Sachen noch, das müssen wir, glaube ich, alles durchgucken, alles damit wir nah an die 100% kommen. Mach mal. Aber die Frage ist, wo fangen wir an? Ich dachte, fangen wir mal da an. Genau, dann arbeiten wir zwar links vor. Na, was ist der Vater? Es
So, vier Hinweise. Auge. Verstorben. Ach. Ach ja. 19.29 Uhr, merkt euch das gut. Falls mal jemand vor acht. Schuss von der Kaliber 3.45, das war... Ne, wissen wir noch nicht. Oder? War doch, das müsste die Waffe gewesen sein, die wir eben gefunden haben. Ne? Ja. Ja. Rekonstruieren. Oh, nee. Achso, da haben wir noch was. Okay. Was hat er jetzt? Der hat sich das Video angeguckt, bestimmt. Guck mal. Was kommt jetzt der rein? Der hat dieses Tablet da in der Hand, ne? Das sieht fast so aus. Jetzt haben wir auch am Anfang noch was anderes. So, zurück. Beziehungsweise der Anfang ist ja das Ende. Ja. Ah, guck, da liegt das Ding, was der sich angeguckt hat. Jo. Das müssen wir uns dann auch gleich noch angucken. Okay. Da liegt es. Genau, das ist immer gut, diese Sachen mit dem Schloss drauf zu finden. Ja. Wo war das jetzt? Da hinten ist? Das da. Ja, ne. Hinter dir. Ja, ne. Ja. Ja. Findet sich alles auf der Seite. Ich glaube, in die Mitte sollte man noch nicht reingehen, da geht es auf den Balkon raus. Mhm. Also nehmen wir. Ich glaube, wir gehen hinten an den Kühlschrank. Da fangen wir dann an. Das ist wahres. Ja, Familie wollte zu Abend essen. Was glotzt du denn so? So, Moment. War hinter dir noch irgendwas? Nee, ne? Ja, hier. Worauf warten wir denn? Der war, glaube ich. Welcher freie Schuss war? Gut, jetzt haben wir ja auch das Wissen, dass der Typ gleich erschossen wird. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit um? Erschossen wird? Nee, es ist die Frage, ob der auch erschossen wird, wenn wir jetzt 100% erreichen. Da hatten wir letztes Mal keine 100%. Am Ende ja. 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 Das ist ja das Gespräch mit ihm, beeinflusst ja die Prozente dann noch. Ach, und ja, da sind wir dann erst auf die 100% gekommen. Ah, ja, dann. Okay. Aber der Punkt ist, was passiert, wenn wir ihm die Wahrheit sagen? Wenn wir ihm klar machen, dass er wohl erschossen wird. Ja. Von dem war dann direkt, geht der erste Fall uns direkt flöten. Obwohl, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn er uns flöten geht. Ich weiß es nicht. Puh. So, da haben wir immer was. Und da haben wir was. Aber wir müssen hier. Ich dachte, ich könnte hier nochmal was drücken. Ach so, okay. Hm.
Geisel sah die Schießerei. Polizist verletzte den Abweichler und damit kommen wir hin. Aha. Waffe. Ja. So. Damit ist der Fall auch abgeschlossen. Wir können uns die Waffe holen. Könnten sie natürlich auch liegen lassen. Aber wir haben letztes Mal verschwiegen, dass wir eine Waffe haben. Wir könnten diesmal einfach mal sagen, dass wir eine haben. Ja. Ich bin so ein bisschen skeptisch. So. Gut, er hat keine Zeit zum Lesen. Das finde ich eigentlich auch sehr gut. Und wir nämlich auch nicht. Ja, der PL600, der schmeckt leicht süßlich. Das ist eklig, das macht es nicht besser. Stehe ich jetzt gar nicht. Da noch was? Zum Boden, genau. Schuh. Buntes Modell. Geisel könnte verletzt sein, okay. Also schon auf 80%, so viel hatten wir letztes Mal nicht. Nicht? Nee, also nicht vor, bevor wir auf den Balkon gehen. Ja. Oh, das ist doch nichts mehr, oder? Da fehlen noch zwei Sachen. Ja. Zwei Sachen sind noch gesperrt, aber das ist halt die Frage. Na, jetzt geht er raus. Bleib weg! Keinen Schritt näher oder ich springe! Nein! Nein, bitte, bitte nicht! Los, los, los! Steht aber auch. Okay, wir können nur seinen Namen sagen. Er ist... Hi, Daniel! Wo? Mein Name ist Connor! Woher weißt du meinen Namen? Ich weiß so einiges über dich. Ich möchte dich hier rausholen. Ja, das passiert ja immer. Der Hubschrauber fliegt rüber und das Vertrauen sinkt. Du kannst dich gleich sehr bewegen und sprechen, okay. So, wir... Was machen wir? Beruhigen. Ich bin ein Android! Nee, genau wie du! Ja. Ich weiß, wie du dich fühlst! Welchen Unterschied macht es, was du ein Android bist? Du bist auf ihrer Seite! Du oder die Zeit war abgelaufen. Wie ich mich fühle! Ja. Bist du bewaffnet? Ja. Ja. Ja? Ich habe eine Waffe. Fallen lassen! Ganz langsam oder ich schieße! Ja gut, das bringt ja wohl wieder positiv. Ja. So! Naja. Jetzt nicht mehr! So, wir können ja mal defekt. Nee, ich will oder? Möglicher Grund? Möglicher Grund. Das ist ein... Du bist defekt, Daniel! Aber das sagt es auch gibt ein Problem mit deiner Software. Wir reparieren das und alles kommt wieder in Ordnung. An mir ist nichts kaputt. Ich funktioniere perfekt. Ups. Aber mir wurden die Augen geöffnet. Ich werde mich nie wieder demütigen lassen. Nie wieder. Emma und du. Weil die waren doch eigentlich ganz... Ich weiß, du und Emma standet euch sehr nah. Du fühlst dich betrogen, aber sie hat nichts falsch gemacht. Sie hat mich angelogen. Ich dachte, sie liebt mich. Aber das tut sie nicht. Sie ist bloß wie all die anderen Menschen. Daniel, nein! Möglichen Grund hatten wir immer noch. Und das hat dich aufgeregt. Das ist passiert, stimmt? Ich dachte, ich gehöre zur Familie. Etwas bedeute. Aber ich war nur ein Spielzeug, das man einfach entsorgt, wenn es alt ist. Ich halte diesen Krach nicht mehr aus. Dieser Helikopter soll verschwinden. Ja, annehmen.
könnten ihm ja gleich einfach mal das Fluchtauto zu sichern. Da! Du kriegst deinen Willen! Wir haben aber ein Problem, wenn der nicht drauf steht, dann können wir das Ersatzteil nicht später, hör ne? Zu! Auf den Dächern sind Scharfschützen! Lass das Mädchen gehen, du hast keine andere Wahl! Ich will, dass alle abhauen! Und ich will ein Auto! Ich lasse sie dann außerhalb der Stadt gehen! Achso, Kompromiss, selbst... Nee, oh, Selbstopfer können wir ja nicht machen. Das ist unmöglich, Daniel. Lass das schade, Mädchen ich dachte, wir könnten einfach sagen, ihr passiert Auto. Nichts. Ja. Ich will nicht sterben. Wahrheit. Komm, wir sagen mal die Wahrheit. Du hast Menschen getötet. Nichts kann deine Zerstörung mehr verhindern. Auch ein weiterer Mord wird dir nichts nützen. Mein Leben lang habe ich nur Befehlen gehorcht. Jetzt erschießt er sich selbst. Aber ja, jetzt werde ich selbst Feuer entscheiden. Los. Oh Gott, lass das Mädchen Feuer los. Oh nee. Nein. Schnapp das Mädchen. Was passiert jetzt? Nee. Nein, er fällt. Nein. Nein. Moment. Ich habe was gelesen. Ich glaube, das ist ganz schlimm, was jetzt passiert. Fällt ja eh auf dir drauf. Nee, ich habe was... Mission erfolgreich, das ist gut. Software-Instabilität ist auch immer gut. Weil das heißt ja, dass er... Ja. Nachdenkt. Wenn ihr jetzt vielleicht denkt, ja, aber jetzt ist er doch kaputt. Das ist ja nix. Oh mein Gott. Connor. Ja, ich kann da beruhigen. Ich habe da gewisse Dinge gelesen, dass wohl gerade bei Connor es so ist, dass wenn den kannst du am Anfang bei so ziemlich allem kaputt gehen lassen, der weil der immer wieder so ein Reboot-Dingens, der wird immer wieder repariert. Ja, aber dann fängt er ja quasi immer wieder neu an und ja, dann ist es schwer, ihn zum Abfallstadt zu machen. Ja, mal sehen. Ja, schauen wir mal. Oh Gott. So, unser Ablaufdiagramm. Ne? Schauen wir mal. Also wir schauen natürlich direkt bei mit Vergleich mit anderen Menschen. Fisch retten 70%, Fisch ignorieren 6%. Das waren wir. passiert ist aber deswegen eigentlich jetzt gar nicht viel. Nee. Ich dachte, es hätte noch was anderes. So, die Kippen-Inch, das haben wir ja, das ist klar. Das haben hier alles die meisten. Waffe des Polizisten nehmen, das haben nur 53% gemacht. Zu viel Zeit verloren, 20%. Das haben wir ja nicht, zum Glück. Nee. Schon die Herangehensweise. Freundliche Herangehensweise, okay. Helikopter wegschicken, haben wir alles gemacht. Wahrheit über Waffe sagen nur 24%. Ihr Lügner, ja. Ihr. Haben wir zwar beim ersten Mal auch gemacht. Ja, ja. Egal, jetzt sind wir besser. Also wir waren Gott sei Dank nah genug dran. Guck mal, 62%. Nah genug herangehen, ja, 62%, genau. Abweichler, die Wahrheit sagen, 4% nur, ja. Abweicher springt mit Emma, 25%. Koder sprang wegen Emma und viel, 23%. Ja. Ja. Aber wir haben nicht gelogen, wir haben ihn nicht angelogen. Das war ja beim ersten Mal passiert dadurch. Da hat er uns das ja noch vorgeworfen, du hast gelogen. Genau.